Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend und heiße euch herzlich willkommen zur 9. Folge von unserem wunderschönen Let's Play. Im Hintergrund sehen wir bereits, wie unsere zwei Linienschiffe auf dem Weg in die neue Welt sind. Oh, ich muss mein Headset mal kurz verschieben. So, jetzt dürfte besser sein, wie unsere zwei Linienschiffe auf dem Weg in die neue Welt sind. Und hier kommt auch gerade schon unser Clipper an, unser sehnlichst erwarteter Clipper mit den Leinen. Und das ist wirklich eine coole Sache. Das heißt nämlich, dass unsere Handelsroute wirklich funktioniert und wir in der Lage sind, Baumwollrollen endlich in die alte Welt zu bringen. Das Einzige, was mich jetzt im Nachgang, oh nein, was mich im Nachgang jetzt ein bisschen ärgert, ist, Erwarte dass ich die Flotte jetzt verlieren werde. Na, können wir das eine Schiff opfern? Okay, das war dumm. Jetzt habe ich nicht gesehen, dass mir die Dinger doch noch entgegenkommen. Hoffentlich entkommt der noch. Ah, okay. Das ärgert mich jetzt wirklich. Da war ich mal wieder nachsichtig, leichtsinnig und habe nicht drauf geachtet, inwieweit uns Gegner entgegenkommen. Jetzt kommen hier oben noch drei Schiffe an. Okay, gut. Operation Linienschiffe in die neue Welt ist somit gescheitert, würde ich jetzt mal behaupten. Alles bereit. Jedenfalls mindestens fürs Erste. So, und den müssen wir jetzt mal ganz kurz ummünzen. So, du nimmst hier alles mit. Fährst jetzt hier hoch und dann fährst du hier hin. Das machen wir jetzt manuell. Das heißt, den Clipper bringen wir manuell hier bis an die Grenze immer und dann bis in meine Stadt rein. Und dann sollte das auch funktionieren. Ich glaube, hier ist mein Lager voll. Können wir den Kontor endlich mal upgraden? Habe ich auch schon seit drei Folgen nicht gemacht. So, was hier sieht es denn hier aus? Okay, Eisen und Kohle, beides voll. Das heißt, wir können hier eigentlich die nächsten Investitionen tätigen. Und jetzt kommt ja demnächst auch hier endlich der Baumwollstoff an. Das heißt, wir können uns sogar um die Sache mit. Ah, okay, das zweite Linienschiff ist auch weg. Wurde zerstört, ne? Ich habe jetzt gar nicht, habe ich eine Meldung gehabt? Bestimmt, ne? Habe ich jetzt gar nicht darauf geachtet. Also, der ist nicht durchgekommen, oder bin ich bekloppt? Nee, natürlich nicht. Okay, hätte mich auch gewundert. Ich habe gar nicht auf die Meldung geachtet jetzt. Manchmal lösche ich die zu schnell und dann fällt es mir nicht auf. Okay, das heißt, zwei Linienschiffe verloren. Auf der einen Seite cool. Weniger Kosten für uns, auf der anderen Seite uncool, weil wir natürlich jetzt weniger Schiffe haben. Das ist natürlich wieder ärgerlich. Unsere Flotte ist wieder ein bisschen dezimiert worden. Das heißt, unsere Ausgangssituation ist in der Tat wieder ein bisschen schlechter geworden in der alten Welt. Nichtsdestotrotz gehen wir hier jetzt Operation, wo haben wir es? Da, Jagdhütte an. Und zwar erstmal im Planungsmodus. Ich sag mal, vier Stück sollten für den Anfang erstmal reichen. Mehr machen wir erstmal noch nicht. Einfach nur, um dann die Basisversorgung sicherzustellen. Setzen wir ein Lagerhaus in die Mitte. So, was für Handelsrouten habe ich denn hier? Okay. Ich habe hier das. Und das. Okay, nee, da können wir direkt noch eine neue Route machen. Von hier rüber. Und dann natürlich gleich mit den Pelzen. Zwei dürften reichen. Einfach schon mal vorgefertigt. Gut, hier haben wir auch noch nach wie vor das Problem mit den Piraten, die sich hier immer so ein bisschen einmischen. Aber jetzt haben wir hier wenigstens schon mal die ersten Kanonen, die so ein bisschen für Recht und Ordnung sorgen. Hier sind auch Kanonen. Okay, hier haben wir dann Archie. Vielleicht könnten wir die Handelsroute dann ein bisschen verschieben. Das könnten wir eigentlich machen. Machen wir es mal so. Wir fahren hinter Archie her. Das dürfte vielleicht sogar schon reichen, dass die Route entsprechend geschützt bleibt. Und mit der machen wir das Gleiche. Die ziehen wir auch hinter Archie her. So, dass wir ein bisschen weiter wegbleiben von den Piraten hier in der Mitte. Was haben wir jetzt hier noch? Hier haben wir zwei Linienschiffe, okay. Und fünf Kanonen. Das heißt, die Insel ist auf jeden Fall erstmal safe, würde ich behaupten. Auch wenn die Flotte von Miss Hunt hier ein bisschen größer wird und natürlich dann dementsprechend auch ungemütlicher. Aber diese kleine, auch wenn es eine große Flotte ist, hat die keine Chance gegen den Hafen. Wie sieht es hier oben aus? Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir hier, das ist echt kacke. Eine Fregatte und einen Clipper haben. Das ist wirklich, wirklich nicht viel. Okay, wir könnten eine zweite Fregatte hier kaufen.
Vor allem, oh, das ist schon echt ärgerlich. Ich will diese Insel nicht verlieren. Das heißt, wir haben eigentlich nur eine Möglichkeit, und zwar eine große Flotte rüber zu schicken. Also zwei Linienschiffe werden abgefangen und da legt sie sich auch direkt mit an. Das heißt, wir müssen hier eine größere Flotte hinholen und die dann rüber schicken. Das ist die einzige Möglichkeit, die wir irgendwie momentan haben. Aber so groß ist unsere Flotte jetzt auch nicht. Da müssen wir noch auf ein, zwei Linienschiffe warten. Wie viele Kanonen haben wir denn? 15 Tonnen. Vielleicht sollten wir jetzt langsam mal die Produktion an Kanonen nochmal ausbauen. Wie sieht's denn mit... Okay, das ist nicht so wichtig. Wie sieht's denn mit Eisen aus? Oder beziehungsweise mit Stahl? Okay, wir brauchen noch ein bisschen mehr Stahl. Oder sind unsere Lager voll? Ah, unsere Lager sind ganz gut gefüllt. Das heißt, wir könnten in der Tat... Ja, vier Kanonengießereien haben wir schon. Mehr Kanonengießereien und mehr Schiffe heißt natürlich auch mehr Unterhalt. Und aktuell haben wir 1000 plus. Das heißt, wir können uns sowieso nur vier Linienschiffe leisten. Oder drei hiervon. Von den königlichen Kriegsschiffen. Ba, 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 ba. Alles gar nicht so einfach. Sich nach mehr zu sehnen? Ich bin wirklich verärgert. Ah, hier unten ist die Krankheit. Ah, nee, die ist immer noch. Nee, das ist keine neue Krankheit. War gerade kurz verwirrt. Die Bude hier ist in... So, holen wir mal noch einen Schwung Handwerker dazu. Haben wir jetzt auch echt jede Menge. Womit können wir dann noch leicht Geld verdienen? Na, mit Rum nicht. Rum bringt nicht so viel. Das ist erst bei den Ingenieuren der Fall. Okay, wir haben hier den Baumwollstoff. Wunderbar. Das heißt, den können wir mal kurz hier hinschicken. Und dann wieder runter hier zur Insel. Und dann schicken wir ihn rüber, wenn wir einen günstigen Augenblick haben und der Wind günstig steht. Okay, aber wir haben auf jeden Fall schon mal die ersten 133 Tonnen Baumwollstoff hier drüben. Das ist gar nicht mal so schlecht, würde ich behaupten. So, jetzt holen wir uns aber wirklich noch zwei Kanonengießereien hier hin. Eine passt hier hin. Und eine setzen wir dahinter. So, holen wir uns beide dazu. So, jetzt mal gucken, die Stadt. Die Holzdinger kann ich eigentlich jetzt abreißen. Ich habe jetzt ja die Handelsroute mit dem Holz. Das heißt, die Holzproduktion auf dieser Insel können wir jedenfalls momentan einstellen. Dafür gibt es keinen Grund mehr. Hoffentlich bleibt es auch so und die Handelsroute wird uns nicht abgeschossen. Ich glaube übrigens, das ist auch die erste vorproduzierte Folge, die jetzt gepostet wird, während ich schon weg bin im Urlaub. Mal gucken, wie viele Folgen ich es geschafft habe, fertig zu bekommen, bevor mir der Content ausgeht. Und vielleicht kommt ja doch die ein oder andere aus Frankreich produzierte Folge dazu, mit leichtem Mittelmeer-Flair. Aber da will ich nicht zu viel versprechen. Im Vordergrund steht erstmal, ich sag mal, der Urlaub und die Erholung. Hopp, nehmen wir noch das Stadtzentrum. Komm her. Wir wollen ja am Ende des Tages hier auch upgraden. So. Dann lassen wir hier mal kurz was ausplanen. Eine Straße, noch eine Straße und das lassen wir leer für Funktionsgebäude. Jetzt holen wir das, das und das dazu und erhöhen mal wieder ordentlich die Population und wahrscheinlich auch den Bedarf an allem, was wir nicht haben. Wo guckt das Ding hin? In die Richtung. Können wir, glaube ich, direkt mal provisorisch bestimmt zwei Fischereien hinsetzen. Ne, wir haben sogar noch genug. Hoppla. Okay, habe ich falsch eingeschätzt. Fisch passt. Kleidung passt. Schnaps passt. Okay. Nehme ich. Wahrscheinlich, weil wir so viel mittlerweile schon Richtung Handwerker abgegradet haben. Und die nicht mehr die Grundbedürfnisse haben. So, der Clipper ist auch gleich wieder an unserer Ausgangsposition, damit wir ihn in die neue Welt schicken können. So, okay, hier haben wir jetzt keine Möglichkeit. Also ich habe hier weder Kanonen aktuell noch sonst irgendwas, um die Inseln zu verteidigen. Das heißt, das Einzige, was wir machen können, ist momentan in der alten Welt, den Druck auf unsere Schiffsproduktion ein bisschen erhöhen.
Ah, da fehlen uns noch 2 Tonnen Kanonen. Die Krankheit, oh, verlässt langsam die Reichweite. Da müssen wir nachsteuern. Ich würde gerne auf den Bau eines weiteren Krankenhauses verzichten. Finde ich jedenfalls ganz nice, wenn das geht. So, also machen wir direkt mal unsere Pflasterstraßen hier ein bisschen hin. Okay, jetzt ist die Reichweite wenigstens schon mal bis hier oben. Das sollte reichen. Fürs Erste jedenfalls. So, nächstes Linienschiff in Auftrag. Und dann versuchen wir nachher einfach mal mit einer etwas größeren Flotte die neue Welt zu erreichen. Und in der neuen Welt können wir tatsächlich ein bisschen mehr Rambazamba veranstalten, weil die Inseln hier nicht so stark gesichert sind. Wen haben wir denn hier? Okay, der Admiral hat relativ viele Inseln gekriegt. Hunt hat nur eine. Wäre also wirklich nicht schlecht, wenn wir Miss Hunt die Insel hier abnehmen. Wo ist denn der Pirat eigentlich? Bin ich blöde? Muss der hier nicht irgendwo sein? Da ist die Händlerin. Ich sehe keine Kanonen. Müsste ich die nicht sehen können? Das hier könnte der Pirat sein. Bin mir nicht sicher. Wäre aber auf jeden Fall möglich. Naja, aktuell nicht wichtig. Gucken wir mal, wo ein Schiff angegriffen wird. Ah, guckt euch das an. Jetzt sind die schon hier hinten. Aber, ah, okay, in der Tat, Archie schießt auf die Piraten. Das hilft auf jeden Fall ein bisschen, dass meine Handelsroute hier wenigstens ein bisschen sicherer bleibt, indem die Schiffe immer relativ nah an Archie vorbeifahren. Und hier sind ja dann auch schon wieder Kanonen. Und rein theoretisch könnten wir hier auch dann noch eine Kanone hinsetzen, wenn denn dort sich auch die Piraten oder die Gegner breit machen. Aber das ist zum Glück aktuell noch nicht der Fall. So, jetzt machen wir hier mal weiter. Wieso können die nicht aufsteigen? Kein Stadtzentrum. Das können wir auch mal kurz korrigieren, indem wir hier von beiden Stadtzentrum eine Betonstraße langziehen. Und so, ich hoffe, dass das reicht. Ja, perfekt. Können wir gleich weiter fleißig upgraden, weil jetzt haben wir da relativ viele Bauern und hier viel neuen Bauplatz auch für Industrie dazu gewonnen. Das heißt, wir werden jetzt gleich mal schön weiter uns Arbeiter dazu holen. Na, warten wir noch 1, 2 Sekunden, bis sich die Leute hier alle akklimatisiert haben. Und ich glaube, dann gehen wir jetzt gleich in die Pelzproduktion. Aber haben wir noch irgendwo was übrig, was nichts zu tun hat? Ah, okay, der ist gerade hier. Na, okay, guckt euch das an. Jetzt bleibt die hier stehen, ne? Dumm ist die auch nicht. Und hier ist die Hafen. Sind hier Minen, wenn hier keine Gebäude sind? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Wie steht denn der Wind? Ah, okay, gegen den Wind, das geht nicht. Also wir brauchen auf jeden Fall Rückenwind. Und dann könnten wir versuchen, uns hier irgendwie durchzuschlängeln, dadurch, dass das Schiff schneller ist als die Linienschiffe. Dann warten wir damit mal noch, bis das der Fall ist. Was haben wir hier? Okay, hier haben wir alles, inklusive Baumwolle und Schweine. 6 Schweinefarmen haben wir hier. Und hier haben wir 8 in Betrieb. Können wir eigentlich auch einstampfen und komplett rüberwerfen auf die andere Insel. Ah, ich wünschte, ich hätte noch eine Getreideinsel. Oh, Hopfen ist mir ausgegangen. Das geht nicht. Erhöhen wir mal die Produktion. Immerhin haben wir auch die Bierproduktion ein bisschen expandiert. Oder erweitert, ist, glaube ich, das richtige Wort. Erweitert. So, okay, 2 weitere Hopfenfarmen. Brauchen wir ein paar mehr Einwohner. Immerhin wächst die Insel hier gerade ganz schön und dürfte jetzt auch ordentlich Geld kosten. Also Plus mache ich mit der Insel hier aktuell nicht mehr. Würde mich jedenfalls wundern. Nee, nee, keine Chance. Die Insel ist super teuer. Hier müssten wir viel mehr Einwohner draufpacken. Okay, Linienschiff ist fertig.
Wir könnten ein bewaffnetes Handelsschiff nehmen. Ist aber langsamer, hat natürlich mehr Lebenspunkte als ein Clipper, aber ist halt wesentlich langsamer. Und ich weiß nicht, ob wir momentan nicht auf schnelle Handelsschiffe angewiesen sind. Eine Fregatte ist auch schneller wie das Ding. Nee, wir holen uns mal noch einen Clipper dazu, damit wir gleich die Fälle-Route bestücken können. Das sollte das nächste Ziel sein. So, wie steht der Wind? Immer noch entgegen. Okay, das kann man natürlich nicht ändern, aber so können wir nicht in die neue Welt fahren. Das funktioniert nicht. So, immer mal gucken, wie es hier aussieht. Nicht, dass Miss Hunt sich jetzt doch aus ihrer Deckung wagt und mich angreift. Aber wir dürften da tatsächlich noch ein paar Minuten Ruhe haben, dadurch, dass die Flotten dort noch nicht so stark sind. Okay, Hopfen ist ausgebaut, das passt auch. Jetzt sollten wir hier upgraden können. Wunderbar, nehmen wir direkt zwei Blöcke. Das dürfte ordentlich das Einkommen verbessern und natürlich auch den Bedarf an allem. Gucken wir mal, ob wir jetzt nicht schon wieder neue Farmen hier reinpflanzen dürfen. So, gucken wir mal, was nicht mehr reicht. Bier ist noch in Ordnung, aber wir haben nicht genug Hopfen. Das müssen wir mal gucken, dass wir das hinkriegen. Wurst passt nicht mehr. Brot ist schon wieder viel zu knapp. Also wir müssten Wurst und Brot erweitern. Wurst ist zum Glück kein Problem. Haben wir noch eine Metzgerei? Nee, haben wir nicht. Aber dann planen wir hier. Oh. Wo wird ein Schiff angegriffen? Ah, hier unten. Haben die eins versenkt? Nee. Ach, eins ihrer Gebäude, nicht Schiff. Okay, ich sollte richtig lesen. So, nehmen wir hier zwei Metzgereien in Betrieb und dann müssten wir schon wieder Getreidefarmen aufsetzen. Die Insel hätte ich gerne. Aber die hat halt mittlerweile echt schon vier Kanonen davor stehen und das in, und Flammenwerferkanonen. Und das in Verbindung mit den Minen ist halt wirklich die Hölle. Ansonsten wäre die echt praktisch. Ärgere ich mich jetzt, dass ich mir die am Anfang nicht auch noch geholt habe. Oder die hier. Ah nee, das war die Startinsel vom Admiral. Nehme ich zurück, konnte ich mir nicht holen. Immer mal gucken, wie weit unsere Gegner schon sind. Oh, hier steht sogar schon ein Museum. Aber ohne Exponate. Dann machen wir hier mal weiter. Wo können wir denn jetzt noch Getreide hinschmeißen? Was haben wir hier? Ein Holzfäller, ne? Ja, aber gehen wir mal weiter in die Richtung. So, machen wir den ersten hier hin. So, schauen wir mal. 118 haben wir schon. Okay, eins. Jetzt noch einen zweiten. Komm her. Und schauen wir mal, wie viel Platz wir hier brauchen. Okay, das geht doch. Damit können wir noch arbeiten. Bauen wir direkt auf. Und dann bin ich jetzt gerade wirklich im Überlegen, ob wir nicht schon. Wie lange braucht das noch? 3 Minuten 55 und das. Okay, dann können wir hier direkt schon das nächste Linienschiff in Auftrag geben. Und unsere aktuelle Flotte ein Stück hier rüber bewegen. Und dann gehen wir gleich aufs Ganze und werden mit einer gar nicht mal so kleinen Flotte rübergehen in die neue Welt. Oder wahrscheinlich in der nächsten Folge dann. Meine Inseln hier sind ja, ich sag jetzt mal, schon halbwegs geschützt. Also ich glaube, dass meine Inseln hier so verteidigt sind mit Kanonen, dass die Wahrscheinlichkeit relativ gering ist, dass ein Kontrahent angreift. Also ich kann es mir beim besten Willen jedenfalls nicht vorstellen. Komm schon, versenkt ihn. Vielleicht hat er was Gutes dabei. Nee, nichts dabei. Schade. Also wir sind hier flottentechnisch schon so gut aufgestellt, glaube ich, dass wir in die neue Welt gehen können, ohne dass wir hier direkt überrannt werden. Ich sehe jedenfalls keinen Gegner so stark, dass er uns hier direkt die ersten ein, zwei Inseln abluchst. Nicht bei den ganzen Verteidigungen, die wir haben. So, wo ist der Wind? Immer noch aus der falschen Richtung. Da kommen wir nicht durch. Wenn wir nicht schnell genug sind, geht das nicht. Oh. Aufstände. Haben wir hier was geboostet? Nee, die sind einfach nur unglücklich. Naja,
sei es drum. Muss ich mitleben. Okay, jetzt haben wir das. Das heißt, wir können hier auch direkt die Brotproduktion erweitern. Langfristig müssen wir dann auch mal gucken, dass wir es schaffen, Items an den Start zu bringen. Sonst sehe ich dann nämlich ein bisschen schwarz, was unsere Versorgung angeht. Wir sind jetzt auch schon wieder bei nur noch 900 Einkommen. So, wie viel Hopfen produzieren wir hier denn jetzt? Ich hoffe 6 Tonnen. Gucken wir mal. 7 sogar. Okay, das passt. Okay, hier wird ordentlich gestreikt. Das können sie gerne machen, das stört mich nicht. So, was haben wir jetzt hier? 2 königliche Kriegsschiffe und ein Linienschiff. Nehmen wir noch eine Fregatte. Und die sollen jetzt bitte mal hierhin verlegen und dann hier runter. Und dann schicken wir die gleich rüber in die neue Welt. Okay, dann haben wir hier jetzt noch 2 Fregatten und ein Linienschiff. Und hier dürfte gleich ja ein Linienschiff fertig sein und es wird direkt noch ein Linienschiff gebaut. Ja, das reicht. Da kriegen wir keine großen Probleme. Jetzt haben wir den Clipper hier fertig. Den setzen wir. Die Elektra setzen wir direkt auf unsere Fälle-Route. Und dann werden wir jetzt auch schon mal die ersten 2 Fellhütten hier aktivieren. Ich glaube, ich habe gerade die Route beendet aus Versehen. Da wusste ich es doch. Nee, ab geht's. Jetzt läuft die Route wieder. Dann kriegen wir jetzt auch schon mal ein paar Fälle auf unsere Hauptinsel geliefert und können dann bei Bedarf anfangen, die Pelze zu produzieren. Die Schneidereien sind ja auch schon aufgesetzt. Wäre es sehr oberflächlich, sich nach Nähmaschinen sackt gerade ab. Haben wir da nicht genug? Ah, doch 100. Wie viel haben wir denn noch Lager? Nur 2, okay. Ah, relativ schmal aufgestellt in manchen Bereichen. Bier, Brot, Wurst. Bier passt, Brot jetzt auch wieder, Wurst auch. Dürfte also alles kein Problem sein. Nee, wir haben tatsächlich kein Minus mehr. Nur Nähmaschinen sind ein bisschen eng dran. So, nächstes Linienschiff fertig. Oh, 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 was ist das? Weg, weg, weg. Hahaha. Ich muss meine Flotte zurückholen. Gut, dass ich das ausnahmsweise mal gesehen habe. Wo will der hin? Na, ich glaube, der wird mir hier alles abschießen. Jetzt ist die große Frage, wo er angreift. Los, alle Schiffe hier hin. Wie viele Kanonen habe ich? 30 Tonnen. Ba-ba-ba. So, direkt den Hauptbereich sichern. Oh, der greift direkt an. Interessant. Oh. Das wird eine spannende Sache. Habe ich hier noch Kanonen? Nein, ne? 10 Tonnen noch. Na. Komm schon. Okay, der dürfte hier auf jeden Fall einiges... Ich glaube, die Insel kann ich halten. Ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, das ist die Rache dafür, dass ich ihm die Insel weggenommen habe. Das ist echt knapp gewesen. Okay, jetzt schießt er mir das hier unten wahrscheinlich ab. Boah, das ist wirklich eine spannende Situation hier gerade. Und ich würde wirklich sagen, wir nutzen die Chance mal. Und springen mit dieser kritischen Stelle mal in die nächste Folge. Und ich hoffe, dass es in 3 Tagen genauso gut weitergeht wie heute, wie jetzt. Und freue mich auf euch. Bis dahin.